Krone TV dreht heute in den Prüflaboren der Firma Heller, dem unter der Dachmarke Forvia agierenden Automobilzulieferer und Hersteller von allem, was am Auflieger blinkt und leuchtet. Hier werden alle Produkte auf Herz und Nieren in der Entwicklung geprüft, bevor sie an den Krone-Auflieger angeschraubt werden. Denn Beleuchtung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Sehen und gesehen werden entscheidet nicht selten über Leben und Tod. So wird dem Radfahrer über die mitblinkenden Seitenmarkierungsleuchten signalisiert: Achtung, dieser Sattelzug biegt ab. Und die nach vorne weiß und nach hinten rot strahlenden Umriss- oder Begrenzungsleuchten geben Info über die Fahrzeugbreite. Eine lebenswichtige Orientierungshilfe, wie viel Abstand zum Auflieger beim Vorbeifahren zwingend eingehalten werden muss. Um sicherzustellen, dass die Beleuchtung auch bei widrigen Witterungsverhältnissen zuverlässig funktioniert, muss sie sich vorab in den Heller Prüflaboren so einiges gefallen lassen. Unter anderem jede Menge Spritz- und Strahlwasser, denn die Dichtigkeit der Beleuchtung ist entscheidend für deren lange Lebensdauer. Die Leuchte muss außerdem im elektronischen Labor einige Blitze verkraften. Und bei all diesem Stress hätte die Glühlampe schon längst aufgegeben. Und last but not least, das Thema Sicherheit beim Be- und Entladen, Stichwort Arbeitsscheinwerfer. Ihr könnt neben den maximal möglichen 4 Rückfahrscheinwerfern noch bis zu 4 LED-Arbeitsscheinwerfer ordern. 2 im Bereich der Stützwinden und oder im Bereich hinter der letzten Achse mit einem Schalter am Heben und Senken. Und Achtung, nicht vergessen, vor Abfahrt die Lichter wieder auszuschalten, denn im Fahrbetrieb ist zu viel Licht verboten.